wisst ihr, hin und wieder gibt es einfach Themen, die sind einem, da spürt man es einfach hier, die sind einem wirklich wichtig. Und genau so ein Thema steht heute an. Ihr habt es wahrscheinlich am Titel gelesen, es geht ums Vloggen bzw. ums Filmen in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube persönlich, das kann man fast auf jedes Hobby übertragen. Aber um das zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Nun ja, um gerade rumzulaufen und zu vloggen und sich nicht zu schämen, das hat schon echt eine Zeit gedauert. Aber ich würde sagen, es gibt wirklich ein paar Tipps, wie man das eben auch hinbekommt, beziehungsweise wie man einfach, ja, wie man drüber stehen kann. Es ist einer der unangenehmsten Gefühle überhaupt, wenn man gerade ein Hobby angefangen hat und dann irgendjemand sagt mal, hey, zeig mal, was du kannst. Man hat Angst, sich zu blamieren, man fühlt sich einfach nicht gut dabei und nun ja, das Ganze geht auch meistens dann in die Hose. Man hat einfach Angst in seinem Hobby, in dem, was man gerade ausübt und lernt, nicht erfolgreich zu sein. Und jetzt mal ernsthaft, die Angst ist berechtigt. Wir haben in unserer Gesellschaft einen unglaublichen Druck und man hat eigentlich oft das Gefühl, wenn man etwas anfängt, dann muss man es können. Nun, und die Folge, die ich zumindest beobachte, ist, dass immer weniger Leute Sachen anfangen. Ich kenne so viele Leute, die sagen, die haben einfach keine Hobbys und haben ein so geringes Selbstwertgefühl deshalb, weil sie einfach nie Sachen ausprobieren können und auf die Schnauze fliegen können und das nicht als Riesenblamage sehen. Und ich denke, was am meisten hilft in so einer Situation, ist erstmal zu definieren, was bedeutet erfolgreich sein. Vor 10 Jahren habe ich angefangen mit Parkour. Ihr wisst schon, dieses über Sachen drüber springen und. Und wie man damit anfängt, ist erstmal, dass man die Basics lernt. Also man lernt wirklich seinen eigenen Körper kennen. Man springt von Stein zu Stein und das 1000 Mal, bis man sich sicher fühlt. Und für Außenstehende sieht das unglaublich dämlich aus. Man hat 1 Meter, den man die ganze Zeit hin und her springt und das ist halt der Sport für Außenstehende. Hinzu kommt außerdem, dass die meisten coolen Spots, wo man Parkour machen kann, in der Innenstadt sind. Es ist halt nicht der Wald, sondern es ist die Parkanlage, es ist wirklich mittendrin. Das heißt, gerade am Anfang wird man regelmäßig ausgelacht. Aber ich hatte richtig Bock auf die Sportart. Ich wollte es wirklich können und deshalb habe ich mich einfach mal getraut, das weiterzumachen. Und ich habe weitergemacht und weitergemacht und nach Monaten, beziehungsweise eigentlich nach mehr als 1 Jahr, konnte ich dann schon ein paar coole Tricks. Und ab dann haben die Leute halt nicht mehr gelacht, sondern die fanden es richtig cool. Das heißt, man ist eigentlich davon weggekommen, von dieser Blamage hin zu einer selbstbewussten Sportart bzw. zu dem Umgang damit. Und daraufhin haben die Leute nicht mehr wirklich gesagt, ha, guck mal, was ist das für ein Opfer, sondern hey, wie machst du das und ich will mitmachen. Nun, als man dann wiederum den Leuten erzählt hat, wie man eigentlich anfängt und was man eigentlich alles machen muss, haben die meisten gesagt, nee, das ist mir zu doof. Und genau das Gleiche habe ich eigentlich auch beim Filmen für mich entdeckt. Gerade am Anfang, man packt die Kamera aus und man möchte einfach nur im Erdboden versinken. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit rumläuft und einfach sich selber filmt. Man hat einfach Angst, in die Öffentlichkeit gerückt zu werden, ohne wirklich Erfolge aufzuweisen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn man euch fragt, hey, wärt ihr gerne Elon Musk oder Jeff Bezos oder sonst irgendjemanden, der wirklich Erfolg hat und in der Öffentlichkeit steht, dann würden wahrscheinlich die meisten ja sagen. Und da ist eben das große Problem, dass ihr nicht erfolgreich seid, sondern dass ihr Erfolg für euch nicht richtig definiert habt. Das heißt, wenn ihr in der Öffentlichkeit vloggt oder ein anderes Hobby betreibt und ihr habt Angst, als Loser dazustehen, dann liegt es nur daran, dass ihr euch selber nicht erfolgreich seht. Aber Erfolg ist einfach Definitionssache. Und wenn ihr zum Beispiel sagt, hey, ich persönlich, ich fühle mich erfolgreich, wenn ich es schaffe, in der Öffentlichkeit zu vloggen oder wenn ich es schaffe, einmal die Woche ein Video hochzuladen, dann seid ihr in euren Augen erfolgreich und dann ist eigentlich wirklich kackegal, was die anderen Leute denken. Und das ist halt wirklich das Schöne. Ihr könnt alles Mögliche als erfolgreich definieren. Und deshalb habe ich auch absolut kein Problem, mit so einer Frise vor der Kamera zu stehen, weil ich das für mich nicht als Erfolg definiere. Und mir ist es auch egal, ob ich einen Pickel habe oder sonst etwas. Darüber kann ich stehen, denn für mich persönlich ist zum Beispiel eher das Videomaterial das Wichtige. Wenn ihr jetzt aber einen Beauty-Channel habt, dann ist es natürlich etwas anderes. Dementsprechend müsst ihr Erfolg für euch so definieren, dass ihr sagt, hey, ich kann draußen filmen, weil ich mich wirklich erfolgreich fühle und selbstbewusst fühle. Und definiert euch bitte nicht über Viewzahlen oder Abonnenten, die der Account hat, denn das ist eigentlich wirklich kackegal. Und ich persönlich, ich mache die Videos aus der einzigen Motivation, dass ich wirklich sage, es macht mir einfach Spaß, ein Video zu machen. Das ist für mich der größte Erfolg. Ob es jemand schaut oder nicht, das ist so eine Sache. Klar, ich freue mich drüber, aber das ist kein Muss. Sondern wirklich, mein Erfolg ist es, hey, ich habe ein cooles Video gemacht, das für mich cool ist. Und genau so, wie ich es wollte. Und deshalb traue ich mich auch mittlerweile in der Öffentlichkeit zu vloggen. Aber das hat wirklich lange gedauert. Deshalb, Leute,
traut euch kleine Steps, macht erstmal Timelapses draußen, holt die Kamera raus. Manchen Leuten hilft es, wenn man eine wirklich kleine Kamera hat, die kaum auffällt. Manchen Leuten hilft es, wenn eine riesige Kamera drauf ist. Das sieht dann halt möglichst professionell aus. Das ist wirklich euch überlassen. Ich persönlich bin auch jemand, der eher mit einer größeren Kamera vloggt, aber das ist wirklich individuell. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr jetzt einen anderen Blickwinkel auf die ganze Sache habt. Falls ja, schreibt auf jeden Fall runter. Schreibt wirklich hin, wie ihr persönlich Erfolg für euch definiert und wie ihr ihn definieren solltet, damit ihr möglichst Selbstbewusstsein habt. Krass, jetzt ganz schön dunkel geworden. So, alles wieder repariert. Und um der alten Zeiten willen gehe ich jetzt noch mal ein bisschen trainieren. That's what I be really speaking. Cause even though this job pissed me off, obviously, we're making nigga piss more as living poverty. Obviously, I gotta work, suck it up and give a smirk. Smiling even though it hurt and see my boss a fucking jerk. They call it a paycheck, it's really disrespect. That shit's so low, I can't afford it. Yes, sau geiles Training. Und sehr erfolgreich. Gut, Blut fließt, Schweiß fließt. Geiler Abend. Bis zur nächsten Woche, Leute. Macht's gut.